1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. So, liebe Freunde von Herz, Seele, Ball. Heute melde ich mich aus Mönchengladbach. Ich bin immer besonders gerne hier, weil ich hier mein allererstes Fußballspiel im Radio kommentieren durfte. Das war damals Mönchengladbach am alten Bürkelberg gegen den MSV Duisburg, Bundesliga, 4-2 der Endstand. Also heute hier die Bochumer mit vielen tausend Fans angereist. Die müssen gewinnen, die haben gejammert, weil Schalke gestern 3-2 noch gewonnen hat. Julian Weigel da oben zu sehen, hat in Mönchengladbach verlängert. Ja, und ich habe es schon gesagt, irgendwie ist das der Tag, wo Gladbach gegen Bochum spielt und alle reden über Schalke. Natürlich. Über nachher werden wir nur über dieses Spiel sprechen. So, Herz, Seele, Ball, Freunde, gerade noch im Stadion, ihr kennt das schon. Und jetzt, was ist los bei mir? Irgendwie zelten die alle hier. Ich glaube, die vermuten, dass hier eine Krönungsfeier stattfindet an meiner Burg. Schwachsinn, das ist ganz woanders. Also, konzentrieren wir uns auf Fußball. In Gladbach 2-0 gewonnen, das war okay, war verdient. Und dann gab es ein Interview bei mir mit Lucia, dem Kapitän von Bochum. Der war ziemlich geschockt, ob der 0-2-Niederlage war auch sehr, sehr traurig. Hatte vielleicht auch ein paar Tränchen in den Augen. Ich habe dann gedacht, nachdem er anderthalb Minuten geredet hat, komm, lass den Mann in Ruhe. Es reicht, der muss nicht weiter gequält werden. Bild-Zeitung macht daraus, Reporter entlässt Profi. Hier der kleine Ausschnitt aus dem entsprechenden Medium. So schlimm war es dann auch nicht. Aber es ist schon so, dass ich gedacht habe, komm, lass den Mann in Ruhe. Der hat jetzt genug gelitten. Aber interessant, was so eine Zeitung immer wieder daraus macht. Ja, die Bayern haben 2-1 gewonnen. Boah, war das souverän. In Bremen, Schalke hat auch 2-1 gegen Bremen gewonnen. Das macht mir Hoffnung für morgen. Nee, nicht für morgen, für nächste Woche, weil Schalke spielt ja bei den Bayern. Also die scheinen nicht viel besser oder nicht viel schlechter als Bayern zu sein. Kann aber täuschen. Es ist interessant im Abstiegskampf und Hertha hat sein erstes absolutes Endspiel gewonnen. Hätten die nicht gewonnen, wären sie weg gewesen. Also das ist ganz komisch. Jetzt sieht es eher aus nach Stuttgart, Bochum und Hertha ganz unten. Aber festlegen möchte ich mich da noch nicht. Sehr, sehr interessante Situation. Morgen muss Dortmund, Kampf um die Meisterschaft, erstmal nachziehen. Ich zeige euch ja gerne immer ein bisschen, wie ich arbeite. Vorne dran habt ihr schon ein paar Stimmungsbilder gesehen. Jetzt nochmal ein kleiner Blick in den Presseraum. Das sieht immer aus so wie Hauptschule Gelsenkirchen. Ein bisschen karg. So ist das, wenn die Journalisten da sitzen und dann hinterher dem Trainer, den Trainern schlaue Fragen stellen. So sieht das da aus. So, und ich im Regen, das wollte ich auch noch zeigen. War schönes Wetter heute in Gladbach bis ungefähr zur 20., 25. Minute. Dann fing es in Strömen an zu regen. Und Herr Bonhoff war mein Gesprächspartner, Rainer Bonhoff. Und der musste dann rennen, um irgendwie durch den Regen zu kommen und zu mir zum Interview. Da hinten, wo das Licht so ein bisschen blinkt. Das war in der Halbzeit, hat jemand von der Gegengerade aufgenommen. Ich glaube, es war Anton. Da habe ich hart gearbeitet. So, das war's. Bin müde, um ehrlich zu sein. Ja, ihr kennt das, der ist immer müde. Ja, mal mehr, mal weniger. Herz, Seele, Ball verabschiedet sich und wünscht euch selbstverständlich einen schönen Sonntag. Und den werde ich morgen auch haben. Ich mache ausnahmsweise mal gar nichts. Und am Montag bin ich in Merzig im Saarland, 19 Uhr im Kahn. Das ist ein Lokal. Und es heißt dort Haifischbecken Profisport. Ein Blick hinter die Kulissen. 19 Uhr geht's los. Montag. Ja, jetzt schnarch. Tschüss. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.